Servus zusammen bei AAS24, jetzt endlich mit unserem lang ersehnten Audi A6 Special. Leute, ich bin jetzt auch froh, dass ich es endlich gemacht habe und euch das Video dafür jetzt bereitstellen kann, weil ursprünglich war ich ja mit der Audi Bose-Anlage schon mal zufrieden. Für das, was sie gekostet hat, war die echt gut, aber jetzt echt Hammer. Also ich bin so begeistert, jetzt habe ich einen Bass drin, das knallt. Ich habe allein ohne Subwoofer hat mein Frontsystem schon so viel Power und so viel Präzision und so viel Klangreichweite. Also ich bereue das überhaupt nicht, da jeder Cent hat sich jetzt gelohnt, nochmal draufzuschlagen. Leute, und ich nehme euch jetzt mit, was wir alles gemacht haben und wie wir es gemacht haben. Jetzt befindet ihr euch ja gerade im Part 4, wo wir die Lautsprecher einbauen in die Türverkleidungen. Und wir hatten Part 1 bis 3 ja euch schon mal hot gemacht auf das Fahrzeug. Und folgen wird jetzt noch ein Part 5, wo wir nur die Hochtöner einbauen, weil auch die haben es ein bisschen in sich. Wir werden da Spachteln und Alcantara-Leder verwenden. Und dann kommt noch Teil 6, und zwar der Einbau der Endstufen, wie wir das genau machen. Da wird es viel Inhalt geben dazu und wir haben natürlich auch ein Subwoofer-Video, das ist dann Part 7. Da bauen wir den Subwoofer ein und zwar mit einem Epoxidharz-Gehäuse und werden euch konkret zeigen, wie das funktioniert. Und als letzten Part 8 zeigen wir euch, wie die Prozessoreinstellungen an der Endstufe einzustellen sind und welches geile Klangerlebnis wir danach haben. Eins kann ich euch versprechen, der Audi A6 4G hat es in sich. Auch ich habe jetzt hier einiges für mich neu erfahren und habe viel an der Technik rumgeschraubt. Und ja, wir möchten euch auf die Reise mitnehmen, warum wir was wie gemacht haben, warum wir uns für welche Produkte entschieden haben und was da alles dazu erforderlich war, die Sachen richtig einzuleiten, damit wir danach alles funktionsfähig spielen lassen können. Und ich würde sagen, ich zeige euch jetzt erstmal noch eine schnelle Zusammenfassung, was alles in dem Auto überhaupt drin war. Und dann fangen wir sofort auch an mit dem Ausbauen der Türverkleidung, die Türen neu mit Lautsprechern bestücken und dämmen. Für alle, die jetzt mal in dieses Video zuerst reingucken und die anderen Videos noch nicht kennen, wir haben hier in dem Auto das MMI drin mit Apple CarPlay. Wir haben die Bose Soundanlage, die kostet beim Konfigurieren bei Audi 1000 Euro. Das ist alles mit in diesem Auto mit reinbestellt worden. Ich mag auch noch mal kurz sagen, es gibt an für sich erstens mal keine Möglichkeit, die Multimedia-Einheit auszutauschen, wie bei alten Fahrzeugen. Wir haben diesen Monitor, der sich hier versenken lässt. Wir haben hier alles so integriert mit dem MMI, dass es weder die Möglichkeit gibt, noch auch Sinn gibt, das Ganze auszutauschen, weil wir haben alles drin. Wir haben Apple CarPlay, wir haben zwei USB-Anschlüsse mit drin, wir können über Apple CarPlay zusätzlich navigieren, was ja grundsätzlich in dem Auto auch schon mit als Navi mit drin ist. Wir können Spotify mit aktivieren, wir können Musiksender vom Handy aus streamen und über die Anlage wiedergeben. Ich persönlich habe überhaupt gar keinen Bedarf, irgendwas in dem Auto an der Multimedia-Einheit zu ändern, und das wollen wir auch gar nicht, wir wollen nur den Sound ändern. Und was den Sound betrifft, muss man auch mal sagen, dass die Bose Soundanlage, also ich rede jetzt wirklich von Bose, nicht von der noch größeren Bang & Olufsen, die meines Erachtens völlig überteuert ist, und auch nicht ohne Bose, also, sondern nur die mit Bose, die spielt schon mal sehr gut, man kann auch relativ laut machen. Ich persönlich finde, dass es vom Bass her auf jeden Fall für die, die etwas mehr möchten, schon schnell hier an die Grenzen geht und auch ein Subwoofer durchaus nett wäre, den zu ergänzen. Alleine, das kann man auch machen. Wir tauschen aber jetzt wirklich die gesamte Soundanlage aus und da gehen wir mal schnell durch ums Auto drumherum und schauen, was überhaupt hier drin ist. Übrigens, wir haben ja gerade eigentlich nur von iPhone und Apple CarPlay gesprochen. Wir haben es gerade ausprobiert. Ich bin ja selber iPhone-Nutzer. Jetzt habe ich aber gerade vom Kollegen mal das Android-Gerät rausgeholt. Auch Android-Auto lässt sich hier drauf nutzen und funktioniert
auch genauso problemlos, funktioniert ja auch so ähnlich wie Apple CarPlay mit den ganzen Funktionen. Allerdings muss man beim erstmaligen in Betrieb nehmen, die Android Auto Funktion in dem Play Store bei Android downloaden und erst dann funktioniert es, aber das ist eigentlich alles kein Problem. In den Türen finden wir Tieftöner, wir finden Mitteltöner und wir finden hier drauf die entsprechenden Hochtöner, also ein 3-Wege-Frontsystem. Und wir haben hier auch in der Mitte noch einen Center-Speaker verbaut, der den Ton von rechts und links hier noch zusammenmischt. Auch den müssen wir bei unserer Konfiguration beachten. Hinten finden wir ein 2-Wege-System. Wir haben hier einen Tief-Mitteltöner und wir haben hier noch einen Hochtöner mit integriert. Der ist jetzt von der Position wahrscheinlich nicht optimal. Das schauen wir uns alles mal drunter an. Und im Kofferraum, also mal reinschauen, haben wir jetzt hier weg. Unseren Bose Soundverstärker, das sind die ganzen Kabel zu den Tief- und Mitteltönern und Hochtönern und hier haben wir unser Lichtwellenleiterkabel, das von unserer Multimedia-Anlage kommt. Da müssen wir jetzt auch mal schauen, wie wir uns da drauf adaptieren. Was haben wir als letztes noch? Unseren Subwoofer und das Subwoofer ist ganz unten drunter und zwar hier. Hier haben wir unseren Bose Subwoofer, den wir uns jetzt mal überlegen müssen, wie wir den ersetzen. Bitte habt dafür auch Verständnis, dass wir natürlich keine Verantwortung über euer Handeln nehmen können. Wenn ihr irgendwas am Auto macht, kommt bitte nicht zu uns und sagt, jetzt ist aber irgendwas passiert, was ist nicht, irgendwie ein Problem. Nein, das müsst ihr für euch selber verantworten. Wir machen natürlich für Montagen, die wir hier im Haus machen, die übernehmen die volle Verantwortung logischerweise. Aber wir können beim besten Willen nicht die Verantwortung hier übernehmen für eure eigenen Installationen. Jetzt bauen wir erstmal alle Türverkleidungen und Verkleidungen von den Lautsprechern weg, damit wir sehen, was sich drunter verbirgt. Und damit fangen wir beim Center Speaker mal grundsätzlich an. So, da unten ist eine 5,5er Schraube. So, Nummer 1. Nummer 2. Machen wir jetzt mal raus hier. So, den klicken wir mal raus. Türverkleidung. Los geht's. Da können wir jetzt hier die Verkleidung hier an der Seite schon mal anfangen zu lösen. Das schaut am Anfang so aus, wie wenn das so integriert wäre, dass man das bitte nicht anrührt. Aber ist gar nicht mal so schwierig, das alles wegzumachen. Als zweites haben wir hier Mitteltöner-Verkleidungsgitter, die wir auch wegmachen müssen. Dahinter verbirgt sich nämlich einmal hier eine Schraube noch. So, die machen wir raus. Ich muss jetzt dazu sagen, wir haben gerade eben schon mal die Fahrerverkleidung weggemacht, um die gröbsten Fehler euch schon mal zu hier beim Auseinanderbauen der nächsten Türe zeigen zu können. Das lassen wir jetzt mal drin in die Schraube, die habe ich komplett gelöst. So, hier oben die Schraube raus. Und jetzt haben wir da unten drinne, hier drinne ist auch noch mal eine, da brauchen wir vorher nichts wegmachen, sondern nur den Torx und das ganze Ding auseinanderschrauben. So, kommst du raus, Schraube. Jawohl. Hier unten verbirgt sich eine spezielle Verankerung. Das zeige ich euch jetzt gleich nochmal, wenn wir das wegmachen. Auf der Türverkleidung, auf der Fahrerseite haben wir hier echt unsere Probleme gehabt. Aber wir können jetzt schon mal ringsrum mit unserem Kunststoffspatel die Türverkleidung wegmachen, wenn sie denn will. Dann haben wir den hier. Der ist gelöst. Jawohl. Nummer 1. 2. 3. Jetzt kommen sie alle. So, jetzt haben wir sie und die haben wir auch schon alle weg. Genau. Und jetzt kommt diese Kackstelle da unten drin. Und da müssen wir jetzt erst noch mal gucken. Da ist auch so eine komische Delle. Das hat genau was mit der Sache hier zu tun. Also was müssen wir hier machen, damit wir das... Ah! Deswegen ist die Delle hier
reindrücken und dann klickt das aus. So einfach ist das. So, weg damit. So, da haben wir das. Und jetzt haben wir die Türverkleidung in der Hand. Jetzt können wir hier noch unsere Verkleidung lösen. Okay, ist nur so reingeklippt. Raus damit. Und jetzt haben wir hier noch den Stecker, den wir lösen müssen. Den haben wir hier. Dann haben wir da noch was. Dann stecken wir den mal aus. Bitte. So, und den können wir auch wegklippen. So, und jetzt haben wir die Türverkleidung in der Hand. Und jetzt sehen wir auch diesen kleinen Übeltäter, der tatsächlich nur von unten hochgedrückt werden muss. Wie einfach ist das? Und drüben haben wir nicht gewusst, was uns erwartet. Aber warum das so gemacht wird, keine Ahnung. Irgendwas Spezielles von Audi, die haben sich bestimmt was einfallen lassen. Wir haben den Trick raus. Türverkleidungen wegmachen ist eigentlich immer ganz einfach. Naja, wenn man das richtige Werkzeug hat. Bei der Audi A6 Türe hängen die Clips wirklich extrem fest dran. Ich empfehle an der Stelle wirklich unsere Clipzange, die haben wir extra dafür jetzt im Programm aufgenommen, damit man die Clips unter der Türverkleidung bereits entriegeln kann, damit man nicht so viel Kraft über die gesamte Türe aufwenden muss, um die Türverkleidung zu entfernen. Und deswegen hier an der Stelle eine Clipzange. Ansonsten empfiehlt sich natürlich immer sehr vorsichtig mit der Sache umzugehen. Ein herzhafter Ruck manchmal ist an und für sich notwendig, aber sobald was klemmt, bitte schaut unten rein mit der Taschenlampe rein, ist da noch irgendwo eine Schraube drin, die ihr vielleicht vergessen habt. Nicht sinnlos dran rumreißen und irgendwas zerstören, sondern echt mit Gefühl ran. Die hintere Türverkleidung, für mich jetzt auch jungfräulich, ich habe die noch nicht weggemacht. Schauen wir mal, wird aber so gehen wie vorne, so ähnlich. Gut, auch zum Klippen alles. So. Jawohl. Ah, jetzt sehe ich es. Genau. Da ist genau das hier. So, die. Das da muss man lösen. Hier ist ein kleiner Haken. Das ist wie so eine Verriegelung. Da muss man unten rein, das Ganze ein bisschen auf die Seite drücken. Dann kann man es hier rausziehen und dann das ganze Ding wegnehmen. So, kein Problem. Dann haben wir hier auch die erste Schraube. Und hier sehen wir auch schon unseren Hochtöner. Einmal Schraube und da unten wird auch wieder eine drin sein, genau. So, ich vermute mal, hier sind nur zwei Schrauben drin. Probieren wir es jetzt mal wieder ohne die Spezialzange. Dann sehen wir die Variante auch mal, ob ich es dann überhaupt hinkriege. Nehmen wir ein anderes Werkzeug. So, rein. So, siehst du, es geht auch. Ganz rein. So, klick. Und da oben auch noch. Klick. So. Nochmal klick, jawohl. Und da unten scheint jetzt kein so ein blöder Widerhaken zu sein, weil ich habe schon alles weg. So. Alle Klicks gelöst. Ah, da ist noch eine Schraube. Haha. Da oben sind zwei Schrauben drin. Die muss natürlich auch weg. Also wenn ihr gleich einen Widerstand merkt, wo ihr sagt, nein, das ist nicht normal, bitte sofort aufhören, nachschauen und geschmeidig erstmal alles aufmachen. Da war jetzt zu voreilig. So, und jetzt haben wir schon wieder alles in der Hand. Hier haben wir den gleichen Verriegelungshebel. Und dann haben wir da ein paar Steckerchen. Einmal den Verriegler runterdrücken und raus. Das schaut doch ganz nach Verriegelung aus. Jawohl. So, da haben wir es. Und jetzt haben wir da oben noch mal was. So, den können wir auch ganz entspannt hier lösen. So, fertig. Das war's. Türverkleidung hinten wegmontiert ist recht easy gewesen. Wenn man alle Kanäle, die der originale Audi A6 Soundzustand hat, zusammenrechnen, dann sind wir insgesamt bei 14 Kanäle. Also wir haben insgesamt 14 Lautsprecher, die das originale Bose Soundsystem bedient. Da reden wir von einem vollaktiven 3-Wege-Frontsystem, sind schon mal 6 Kanäle. Wir haben ein 3-Wege-Hecksystem.
Das sind weitere 6 Kanäle, es sind schon 12 Kanäle. Dann haben wir noch einen Center Speaker auf der Mitte vom Armaturenbrett, sind wir bei 13 Kanäle und dann kommt der Subwoofer dazu, sind 14. So, und jetzt war natürlich die große Überlegung, wie bedienen wir jetzt die neuen Lautsprecher, die wir einbauen möchten. 14 Kanäle ist mir einfach zu viel, das wird auch insgesamt viel zu teuer für die Nachrüstmöglichkeiten, die wir haben, weil wir brauchen eigentlich nur, was immer wichtig ist, das Frontsystem. Das machen wir als vollaktives Drei-Wege-System. Wir haben Hecklautsprecher. Wir machen kein Drei-Wege-Vollaktiv-Hecklautsprechersystem mehr rein, weil ich das persönlich für völlig übertrieben halte. Wir machen ein Zwei-Wege-Passiv-Lautsprechersystem hinten in die Türen rein und lassen den dritten Lautsprecher einfach weg. Den brauchen wir gar nicht. Der ist nämlich in der D-Säule versteckt. Da lassen wir ihn einfach und schließen ihn nicht mehr an. Wir werden einen weiteren Kanal für den Subwoofer nutzen. Dann sind wir insgesamt bei 9 Kanälen, wenn wir richtig gezählt haben. Vorne 3 Wege aktiv, hinten rechts und links jeweils 2 Kanäle. Es sind insgesamt 8 Kanäle, Subwoofer gibt 9. Und wenn wir später mal irgendwann möchten, können wir auch den Center Speaker nachrüsten. Wir probieren im ersten Step jetzt auf jeden Fall die ganze Anlage ohne einen Center Speaker einzubauen und uns mal das Ganze anzuhören, weil ich mir ganz sicher bin, dass die 9 Hochtöner und Mitteltöner so eine dermaßen geile Auflösung haben, dass es gar nicht mehr notwendig ist, überhaupt einen Center Speaker einzubauen. Und wir sparen uns gleich hier den Kanal. Das heißt, wir sparen uns einen Lautsprecher und wir sparen uns eine Endstufe. Ja, den Kanal an der Prozessor-Endstufe hätten wir tatsächlich übrig. Also, wenn wir in Zukunft was möchten, können wir das tun. Und als Subwoofer haben wir einen extra flachen Subwoofer gewählt, der natürlich mit kleinem Volumen zurechtkommt. Wir haben eine Basskiste geharzt und zwar mit Glasfaser und Epoxidharz, so dass wir an der Stelle, wo der originale Subwoofer installiert wäre, auch wieder unseren 39 cm Subwoofer installieren, der so richtig Bumm macht und auch richtig geil präzise läuft, weil das Volumen optimal ist dafür. Und jetzt zur Endstufe. Bei der Endstufe war man natürlich jetzt am Anfang wollte ich gleich Aerospace, Mosconi, Prozessor mit einbauen und so weiter. Aber dann habe ich mal angefangen zu rechnen, wo wir dann hinkommen. Und da hat man dann ein Problem, weil da wäre man dann einfach auch wirklich für unser Konzept jetzt zu teuer geworden. Da hätten wir zwar 12 Kanäle zur Verfügung gehabt, die wir rein theoretisch auch gar nicht brauchen. Wir haben uns gerade eben auf maximal 10 Kanäle geeinigt oder entschieden. Und deswegen haben wir dann gesagt, es kommt, glaube ich, günstiger, wenn wir die neue Helix V8 Endstufe einbauen, weil die hat 10 Prozessorkanäle, wo wir also alle Kanäle einzeln einstellen können und hat bereits 8 Kanäle verstärkt integriert, wo wir bereits Frontsystem mit 6 Kanälen und Hecksystem mit 2 Kanälen komplett abdecken können und jetzt nur noch einen Monoblock dazu brauchen, um den Subwoofer zu betreiben und vielleicht gegebenenfalls irgendwann mal eine kleine Endstufe für den Center Speaker. Und für welche Artikel wir uns jetzt konkret entschieden haben, das zeigen wir euch mal jetzt. Wir bauen komplettes System ein und zwar von Gladen das Aerospace 3-Wege-System mit einem 16 cm Tieftöner, mit einem Mitteltöner mit einem Faceplug hier drin und die passenden Hochtöner dazu. Das ist ein sehr hochwertiges System. Als Hecksystem, was mir persönlich sehr viel unwichtiger ist als mein Frontsystem, bauen wir das Zero 165 ein mit einem 16er Tieftöner und einem Hochtöner und passiv eben mit einer Frequenzweiche, sodass wir pro Lautsprecher-Set rechts und links nur immer einen kompletten Kanal benötigen und keinen weiteren. Das Herzstück wird werden die neue Helix V8 DSP. Das ist jetzt eine Endstufe mit 8 Kanälen, 8 x 75 Watt RMS-Leistung. Auf dem neuesten Stand der Technik, wenig oder eine Rieseneffizienz mit eingebauten 10-Kanal-Digitalprozessor, mit dem wir die ganze Anlage nachher steuern werden. Und dann kommen wir zum Subwoofer, nehmen wir auch eine Volldigital-Endstufe her, die Mosconi D2 500.1, die macht uns knapp 500 Watt RMS für unseren JL Audio 12 TB 3D4, also das ist ein 4 Ohm Subwoofer, extra flach, weil das brauchen wir auch, um den Woofer ordentlich einbauen zu können, weil Platz ist echt ein bisschen Mangelware in der Reserveradmulde. Und der wird eben angetrieben von der kleinen, schicken
Mosconi D2, die mit höchster Effizienz läuft und auch vom Strombedarf her sehr gering ausfällt für das, was sie Leistung bringt. Und unterstützt wird das natürlich mit einem Kondensator von uns, damit wir, obwohl wir eine hochwertige AGM-Batterie drin haben, die auch direkt neben unseren Endstufen ihren Platz findet, unterstützen wir die zwei Endstufen nochmal mit dem Kondensator, damit wirklich der Impulsstrom wirklich zur Verfügung steht. Okay, alles zusammengezählt liegen wir jetzt bei einem Warenwert von ca. 4.000 Euro. Und wenn man die Anlage bei uns so einbauen lässt, liegen wir in etwa ja, bei 3 Manntagen. Also ich würde mal sagen, wir liegen da auch irgendwo zwischen 5.500 und 6.000 Euro, was diese ganze Anlage von uns kostet, die es aber echt in sich hat. Ran an den Speck an der Fahrertüre zeige ich euch jetzt mal, wie das hier alles auseinander geht. Wir brauchen das Teil, das Kunststoffteil, wo der Tieftöner-Subwoofer drin ist, mal ganz raus. So, dann haben wir jede Menge Schrauben. Abstecken. So, und dann machen wir den Mitteltöner auch gleich weg. Der ist nur mit 2 Schrauben festgemacht. So. Und den können wir auch abstecken. Und jetzt haben wir die ganze Türverkleidung auch schon so weit auseinander montiert. Und jetzt können wir noch den Deckel hier wegmachen. Das ist der Service-Deckel. Den können wir mal so hängen lassen oder ganz wegmachen, genau. Und jetzt kommen wir ja wunderbar auch zum Dämmen rein, damit wir die ganzen Sachen hier mal ordentlich dämmen können. Außenblech, Mittelblech und die Türverkleidung sowieso. Zum Einbau der Tieftöner, der neuen, gibt es jetzt direkt von Audi ein Ersatzteil. Also das ist dann vermutlich die Einbaublende für Fahrzeuge, die keine Bose-Anlage drin haben. Das ist nämlich jetzt ein neuer Aufsatz ohne diesem ganzen Gehäuse, das wir so reinbauen können. Das passt natürlich perfekt, sehr logisch. So, und damit können wir das ganze Loch hier wieder zumachen. Und das hat die Artikelnummer 4G0837103B. Das gibt es mit der Endziffer 4B, dann für rechts und links zum Nachkaufen. Kostet laut meiner Audi-Rechnung 12,95 Euro. Ja. Dafür baue ich nichts selber, sondern nehme gleich das Formbauteil. Und jetzt gibt es die Möglichkeit, die Lautsprecher-Einbauringe vom Audi, Skoda, VW mit der Artikelnummer, die gibt es bei uns zu kaufen im Webshop, die 27 1320-24, das ist nämlich eigentlich für einen VW T5 und so weiter. Und jetzt können wir den Aufbau wieder reinmachen. Das gehen wir nachher noch genau durch, wie wir das ein bisschen klein wenig umarbeiten müssen, aber das sind die Komponenten, die so komplett jetzt dran geschraubt werden und die Aufnahme für unseren Aerospace-Tieftöner geben. Also für alle, die Bose integriert haben, das, was ich jetzt gerade rausgebaut habe, ist eine komplette Box, die sich hier komplett integriert und die ein Bassreflexgehäuse hat. Also hier arbeitet der Subwoofer Tief-Mitteltöner eigentlich, in diesem Gehäuse drin. Das Gehäuse macht einen präzisen Bass und auch einen guten Schalldruck für wenig Leistung. Allerdings nach oben raus ist es dann auch schnell am Ende, weil wir haben hier tatsächlich nur einen, ach, das ist wahrscheinlich so ein Sondermaß, 11 cm tief Bass, Mitteltöner, also genau kann ich es jetzt auch nicht definieren, braucht uns jetzt auch nicht weiter interessieren. Das ist allerdings eben mal gezeigt von Bose, das was wir jetzt rausbauen und mit einem 16 cm Aerospace und Dämmung ersetzen.
Mehr will ich jetzt für den Moment gar nicht dämmen, weil jetzt bauen wir erstmal die Verkleidungsteile wieder drauf, die wir dann anschließend nochmal fertig dämmen und dann haben wir auch die Übergänge und so weiter besser zu machen. Aber innen drinne, das haben wir jetzt alles mal fertig und jetzt können wir es auch wieder von außen zusammenbauen. Dann hängen wir das ganze Ding wieder ein. Jetzt machen wir die vier Schrauben noch nicht rein, weil da kommt jetzt nachher unsere T5-Blende oben drauf, die wir nehmen. Aber den Rest können wir natürlich alles fertig machen. So. Ja, fast ein bisschen lang geworden oben. Aber müsst hinhauen. Wir müssen nur mal darauf achten, dass diese Schraublöcher hier für die Türverkleidung auf jeden Fall frei bleiben. Dass wir nachher beim Anmontieren der Türverkleidung wieder Probleme kriegen. So, und das ist sehr wohl eine Service-Klappe da dran, aber die kann ich im Notfall dann auch wirklich wieder öffnen, wenn ich da mal was machen muss. Aber solange ich jetzt da nicht wirklich dran muss, mache ich die einfach auch mit dem Dämmmaterial fix, damit die auch ruhig bleibt. Die Löcher hier passend machen, welche das sind. Schau, da muss ich zwei neue Löcher bohren, aber die kann ich verwenden. Jetzt passt aber der Ring noch nicht ganz rein, weil nämlich hier die zwei Fixierungsbolzen dran sind, die wir aber gar nicht brauchen in unserem Fall. Die lassen sich ganz easy wegbrechen und zwar bis auf null runter. Und jetzt können wir schon mal eine festmachen. Gehen wir da ruhig mal so rein. So, wie passt jetzt der Rest? Also vom Maß selber her passt er auf jeden Fall. Die Lochbohrung passt hier noch nicht ganz. Und auch das Loch und das Loch müssen wir noch ein bisschen längs formen. Das ist ganz easy. Und hier müssen wir zwei neue Löcher bohren. Da unten und da. Da sind nämlich noch keine vorgesehen. Das machen wir halt. Einmal und zweimal, die liegen jetzt gegenüber, die müssen wir einfach ein bisschen weiter rausbohren. Uiuiui, wer hat denn den eingespannt? War ich das gerade? So, nochmal das und das da. So, das nehmen wir. Nochmal ein Längsloch raus. Easy. Das gegenüberliegende genauso. So, jetzt passt das schon mal. Und dadurch, dass wir jetzt wissen wollen, wo die nächsten zwei Löcher reinkören, machen wir das mal bloß an einem fest. Fixieren den hier. Hier gehört das Ding rein. Ja. Und jetzt sehen wir da oben das Loch hier ansatzweise. Und das ist genau hier. Und da bohren wir halt jetzt mal an. So, und unten, so weit wollte ich nicht rein. Okay, dann können wir das jetzt ganz durchbohren. Können wir das haben wir schon ganz durchbohrt. Bevor wir den Ring jetzt drauf machen, so vorbereitet, wie wir haben, brauchen wir jetzt noch einmal eine Kabeldurchführung für das alte Lautsprecherkabel, das ja jetzt innen reingeht. Dazu müssen wir es auch auftrennen und ein Stückchen verlängern. Das machen wir jetzt mal. In unserem Teil, wo wir dann die Endstufen installieren, da zeigen wir euch dann konkret, wie wir die Lautsprecherkabel definiert haben, aber das erst im nächsten Part. Gut, und dann machen wir das so weg, dass wir es zum Schluss, wenn wir mal alles wieder zurückrüsten möchten, auch wieder problemlos zusammenlöten können und lassen überall diese Steckchen dran, dass man weiß, welches Kabel an welches wieder dran gehört. Wir brauchen es jetzt im Moment nicht. Und verlängern tun wir es hier mit einem Stückchen Lautsprecherkabel. Und da brauchen wir noch ein Schrumpfschloch. Den können wir da drüber machen. So, dann können wir das Ganze verzinnen. Gut. Das gute Stück hier durchziehen. So, das können wir ruhig da so ein bisschen hängen lassen. Und jetzt können wir unsere Schrauben reinmachen. Und Bitumenband runter machen. Das können wir jetzt sauber überall hier rumlegen. Nicht über unser Loch direkt drüber, aber so.
Weil das Längsloch brauchen wir. Das nächste brauchen wir auch. So. Dann können wir das hier mal montieren. Gut. Und jetzt haben wir das Kabel drin, das wir brauchen. Können wir ja so ansetzen. Und können das jetzt dann lang genug an unserem neuen Aerospace-Tieftöner dran machen und nachher so verbauen. Jetzt dämmen wir aber erstmal die Türe hier unten weiter, beziehungsweise, nee, jetzt machen wir erstmal den Mitteltöner, weil den verbauen wir jetzt erst, damit wir dann die Dämmung drüber setzen können. Also unser neuer Aerospace 8 cm Mitteltöner soll jetzt dahin, wo der alte Mitteltöner war. Der hat jetzt diese Aufnahme mit dran, die auch klanglich eigentlich nicht wirklich toll war, weil du eigentlich einen akustischen Kurzschluss hier drüber hast, weil das hier alles so offen ist. Auch das Schaumgummi wird nicht alles wegbringen. Also wir werden versuchen, das außenrum zu dämmen. Aber wir brauchen ja jetzt auch eine Aufnahme für den Lautsprecher. Und ich habe mir jetzt gerade überlegt, ich opfere meinen Mitteltöner. Ich weiß nicht, was der jetzt bei VW oder bei Audi kostet. Wenn man den mal irgendwann wieder nachrüsten mag, weil man das alles wieder zurückbauen mag, was ja an für sich problemlos möglich ist, muss ich mir den neu kaufen und ich opfer den jetzt. Scheißegal. Aber dann habe ich mir jetzt einen Haufen Zeit gespart und kann mir direkt den Mitteltöner mit dieser Halterung reinmachen. Werdet ihr gleich sehen, wie ich das mache. So, bauen wir das ganze Ding mal raus hier. So, und jetzt können wir das da, denke ich mal, von hinten mal wegnehmen. Schnick, schnack, schnuck. Einmal, zweimal den ganzen Korb hier aufbauen. Das hier mal weg. Und jetzt haben wir, das war Bose AD. AD, war schön. Also so Originalteile kaputt machen, um sie andersweitig wiederzuverwenden, also zweckentfremden, gibt bei vielen Sachen echt Sinn, weil man braucht doch viel, viel Zeit, um Sachen vielleicht nachzumodellieren, vielleicht ist es auch manchmal echt zu kompliziert, überhaupt, vielleicht fehlt einem das Werkzeug, um das neu zu machen. Und insofern ist es echt sehr oft eine Überlegung, einfach die Originalteile mehr oder weniger gedanklich abzuschreiben und einfach umzubauen, um sie gegebenenfalls eventuell mal nachzukaufen. Ich meine, so ein Mitteltöner oder irgendwelche kleinen Blenden kosten nicht die Welt. Machen wir es halt. Ist doch cool, oder? Und jetzt haben wir unseren neuen 8 cm Aerospace Mitteltöner. Und den können wir jetzt hier mit drauf montieren. Jetzt müssen wir aber schauen, ob es von der Tiefe her hinhaut oder ob wir uns da noch einen kleinen Rahmen drauf machen müssen. Aber die Aufnahme an sich haben wir jetzt sozusagen schon fertig. Kleines Loch, großes Loch. Alles definiert bei denen. So, ja, jetzt gucken wir mal das Ganze an. Ob der so schon passt? Nein, der steht tatsächlich hinten an. Also ich will mit dem jetzt noch ein bisschen weiter raus. Und jetzt bauen wir uns da einen kleinen Holzrahmen rein, den wir dann insgesamt komplett verschrauben können. So, jetzt einmal den Ring angefertigt, den können wir jetzt hier verkleben und jetzt können wir unseren Mitteltöner hier drauf verschrauben und haben den automatisch jetzt auf die entsprechende Höhe gebracht. Ich habe jetzt hier genommen ein 10 mm Material, oder was haben wir denn jetzt genommen? Ich bin aber ganz sicher. Ein 12 mm Material. Das heißt, ich bin jetzt einfach 12 mm weiter hochkommen. Das reicht mir auch und langt auch aus, dass das Gitter, wo nachher wieder vorne drauf kommt, optimal hier so viel Spiel noch hat, dass der Hub vom Mitteltöner definitiv nicht ans Gitter gerät. Wenn mein Auto jemals in die Audi-Werkstatt zurückkommt, dann finde ich es immer persönlich total blöd, wenn man da reinschaut und man baut Verkleidungsteile weg und dann kommt einem gleich Holzteile entgegen. Deswegen machen wir solche Sachen immer schwarz-matt. Natürlich ist es trotzdem Holz, beziehungsweise MDF-Holz.
Aber es schaut halt im ersten Moment einfach mal sauber aus, weil es halt schwarz ist, wie alles im Auto. So, dann kleben wir unseren neuen Ring da rein. Das machen wir einmal hier eine schöne Kleberfuge. Lieber ein bisschen mehr ist zu wenig. Schadet an der Stelle nicht. So, und jetzt kommt der Ring da rein. So, schaut von unten dann so aus. So, wir sind natürlich nicht doof. Wir haben die andere Seite auch gleich vorbereitet. Das machen wir genauso gleich. Das Ganze fixieren. So, und jetzt machen wir hier eine Schraube rein. Mal ein bisschen vorbohren. Gut. So. So, was kommt jetzt? Bitumenband. Bitumenband, oh, das war vielleicht ein bisschen zu viel für den schmächtigen Mitteltöner. So, das ziehen wir nämlich jetzt hier außen rum. Oh, das machen wir ganz schmal. Warte mal. So. Das langt für zwei Mitteltöner. Bevor wir unsere Mitteltöner jetzt montieren, müssen wir jetzt auch noch mal gucken, dass wir die alte Verkabelung, die hier, dass uns die reicht, so, den Mitteltöner hier mit anzuklemmen. Das schaut aber gut aus. Wir können den von unten anklemmen. Und hier würde ich es jetzt genauso machen, nur vielleicht sogar noch ein bisschen knapper, sodass man es im Notfall noch zusammenlöten kann, den Stecker wieder mit dem. Und das Kabel so lang wie möglich lassen. Und da machen wir jetzt einen ganz schmalen und einen mittleren Lautsprecherstecker drauf. Jetzt machen wir die Quetschverbinder gleich dran. So, und die können wir jetzt gleich unten durchführen und rein theoretisch alles montieren. Wir können es aber auch umgekehrt machen. Wir können den jetzt erstmal hier rein montieren. So, so gehört es nämlich jetzt dann hin. Das machen wir. Anstecken. So, sauber. Es hält fest. Darauf bitte immer achten, dass es nicht so ludrig ist. Nein, auch gut. So, und jetzt können wir das Ganze hier drauf montieren. Und erstmal gut. Den Lautsprecher könnten wir jetzt rein theoretisch reinmachen, aber ich möchte die Gelegenheit nutzen, das Innere auch gleich noch zu dämmen, so dass wir von innen und von außen Dämmmaterial anbringen, um dass wir genau an der Stelle, wo die meiste Kraft, also da, wo der Lautsprecher arbeitet, die beste Performance hinkriegen, was die Dämmung betrifft, machen wir genau da so viel Dämmung dran, wie es geht. Und das können wir natürlich von innen auch noch dran machen. Minus. So, hier anbringen. So, raus damit. So. Legen das hier an. Und einmal schön außenrum die Schraubenlöcher freilassen. Ansetzen. Machen wir es. So, machen wir da hin. So, und jetzt können wir nochmal das Ganze von außen dämmen. So, das legen wir da so rum. Dann können wir das ein bisschen einreißen hier. Dann können wir das einmal außen rumlegen. So, an der Stelle können wir das Ganze auch gern zweilagig machen. Dann haben wir es insgesamt dreilagig, weil ja innen drin haben wir ja jetzt schon mal vorgesorgt, dass schon mal was drin liegt. So, machen wir das weg.
Lass mal die unteren Schrauben halt mal noch frei. Das schneiden wir ein bisschen weg. So, und auf geht's. So. Gut aus. Dann ein zweiter machen wir hier runter. Sind immerhin die wichtigsten Parts. Da müssen wir aufpassen. So, um den Mitteltöner müssen wir jetzt natürlich noch bewegen. Und den fangen wir an, hier anzukleben und machen ein Gehäuse drumherum. Kommen wir zur Türverkleidung. Die schaut von hinten so aus. So. Und da ist hier schon so ein schönes Dämmvlies drauf, das schon perfekt zugeschnitten ist, das wir jetzt aber mal ganz kurz runter machen, damit wir die Türe ruhig stellen können mit unserem STP Eisilber. Und da müssen wir jetzt nur aufpassen, dass wir die ganzen Häkchen hier nicht wieder, hier und da, dass wir die nicht jetzt überkleben. Aber ansonsten müssen wir jetzt hier einfach ein bisschen Masse auch noch drauf bringen, damit die Türverkleidung auch noch ruhiger wird. So, jetzt können wir den Stoff wieder drauf machen. Jetzt muss ich aber echt gerade überlegen. Ich glaube, Heilandzeiten reicht. Ah, das schaut jetzt gut aus. So, genau, also hängen wir den überall wieder rein. Und jetzt haben wir unten drunter überall unser STP-Material und die Türe gedämmt. Das Dämmvlies, wie es hier von Audi verwendet wird, ist sicherlich ein gutes Material, um den Schall, der praktisch hier im Zwischenraum stattfindet, auch zu absorbieren und wegzumachen. So, und damit hätten wir jetzt die Türe gedämmt. So schaut das aus. Sicherlich fragt sich der ein oder andere jetzt an der Stelle, wie viele Matten braucht man denn jetzt eigentlich für so eine Türverkleidung oder für die gesamte Türe zu dämmen? Da gilt es eigentlich so, würde ich sagen, 1,5 bis 2 Matten pro Türe ist schon fast Pflicht, wenn es ein bisschen ordentlich sein soll, weil das ist dann doch gleich verarbeitet, das Material, weil es ein Außenblech gibt, es gibt ein Innenblech, wo der Lautsprecher installiert ist und auch die Türverkleidung. Und grundsätzlich gilt beim Dämmen immer, je mehr, umso besser. Man muss es nicht übertreiben, man muss keine 3 Matten übereinander legen, weil es ist auch insgesamt Gewicht, wo die Türe dann natürlich auch schwerer macht, aber so 1,5 bis 2,5 Matten pro Türe ist durchaus eine vernünftige Zahl, die man anwenden kann. Der Durchmesser von hier außen, der geht ja nachher, der liegt jetzt hier dann an, hat aber allerdings noch ein bisschen Spiel. Und da können wir jetzt mit unserem 1 cm starken Biplast, bloß nirgendwo hin, das klebt wie Teufel, hier noch so eine Art flexiblen Rand bilden, der das nachher noch mal richtig schön abdichtet. Geht von den Fingern schon kaum noch weg. Ja, brutal. So. So, weil hier kommt jetzt nachher die Kante, die stößt hier drauf und hat halt auch Luft. Und das wird sich immer wieder aufpumpen, so dass es möglichst dicht ist und der Schall tatsächlich nur noch nach vorne rausgeht und gar nicht erst in der Türe ist. Das Gleiche können wir hier am Mitteltöner nochmal machen, dass wir da auch nochmal ein bisschen eine bessere Abschirmung nochmal kriegen. Da ist die alte Kante, da müssen wir auch hin. Also empfiehlt es sich auf jeden Fall nochmal ringsrum, um den Lautsprecher so ein Grad zu drehen. Das können wir jetzt hier richtig schön drumherum kleben. Natürlich nicht über die Membran. Das könnte man vielleicht sogar doppelt machen. Spielt überhaupt keine Rolle. So. Und jetzt haben wir, wenn wir das Material hier drauf machen. Jetzt können wir eigentlich auch alles anschließen. Man sieht es jetzt gerne mal von außen. Ja, den müssen wir, glaube ich, öffnen. Dann können wir den wieder anklemmen.
den hier genauso. Der gehört dahin und gehört noch auf so eine, auf so einen Bolzen drauf. Wo ist der Bolzen dafür? Da oben dran. Exactly. So, und jetzt können wir den wieder einhängen. So, und jetzt sieht man, wie sich dieser Schaumgummi einmal ringsrum richtig schön abdichtet. Alles schon dran. Gut, Schrauben rein. Jetzt ist der dran, genau. Gut. Schrauben dran, fertig. Hier an der Stelle wird es jetzt echt verdammt knapp. Also dem Mitteltöner macht es hier nichts aus. Es ist allerdings sehr knapp, das ist Kunststoff. Und da, wo das Gitter jetzt einrastet, würde praktisch direkt hier in den Lautsprecher einrasten. Das wollen wir natürlich überhaupt gar nicht. Ich für meinen Teil mache das hier weg. So, das zwickt man tatsächlich weg. Der Rest vom Gitter hält sicherlich ganz genau so. So, und jetzt haben wir nämlich an der Stelle nicht das Problem, sondern jetzt können wir das ganze Gitter wieder dran klippen. Jetzt so. Und da. So, passt. Gut. Wegen dem einen Clip hält das Gitter trotzdem genauso gut. So. Gut, das war's. Wie lange braucht jetzt jemand, um so eine Türverkleidung wegzubauen, Lautsprecher einzubauen, zu dämmen und wieder zusammenzubauen? Ich würde jetzt sagen, es ist natürlich sehr stark abhängig von demjenigen, der das einbaut, wie viel Ahnung der hat, ob er sich Zeit lassen mag und ganz sachte an die Sache rangeht. Ich würde aber mal sagen, ganz grob zwischen 2,5 Stunden bis 4 Stunden. Dann ist das Thema Türe erledigt, und zwar pro Türe, weil es braucht ein bisschen Zeit. Und ja, eigentlich ist alles machbar in der Zeit. Das ist, glaube ich, ein fairer Wert, den man hier mal nennen kann. In den hinteren Türen bauen wir jetzt ein Komponentensystem ein, und zwar passiv, das heißt mit separater passiver Frequenzweiche, die wir hier irgendwo platzieren werden. Aber jetzt bauen wir einfach mal die Lautsprecher weg, die Originalen, die wir jetzt nicht mehr brauchen. Das sind in dem Fall 3x Torx. So, und schon haben wir den weg. Den tun wir ganz raus. Also ehrlich gesagt war mir am Anfang gar nicht bewusst, dass wir ein 3-Wege-Hecksystem haben. Weil man schaut in die Türverkleidung rein, sieht einen Mitteltöner und einen Hochtöner. Dann war eine ganz klare logische Schlussfolgerung. Wir haben ein 2-Wege-Lautsprechersystem hinten drin. Und erst beim Rausmessen der Lautsprecherkabel, die an der Endstufe dran war, hat man eigentlich gedacht, das sind nur irgendwie 2 übrig, wo gehen die hin? Und durchs Rausploppen haben wir dann gemerkt, da sind ja in der D-Säule auch nochmal Mitteltöner drin. Aber dadurch, dass die D-Säule echt extrem beschissen wegzumachen ist und wir eh schon gesagt haben, wir bauen ein 2-Wege-Hecksystem ein, haben wir einfach gesagt, lassen wir die Dinger halt einfach weg. Und auch für die hinteren Türverkleidungen haben wir die gleichen Lautsprecher-Adapterringe, wie wir sie für vorne verwendet haben, die für eigentlich ein T5, VW T5 vorgesehen sind. Das ist die Artikelnummer 27, 13, 20, 24. Hier müssen wir allerdings ein bisschen den Rahmen bearbeiten, weil der noch so irgendwie nicht so richtig reinpasst. Das heißt, wir müssen hier, ich würde mal sagen, überall einen Zentimeter wegnehmen und den schleifen uns weg. Oder ihr könnt den mit dem Teppichmesser wegflexen daheim, wegschnippeln. Ich mache das an der Bandschleife. Wir wollten mit unserem Einbau in dem Audi A6 4G schon einen brutal gehobenen Standard machen, aber jetzt die Leute, die jetzt sagen, warum hat er eigentlich keinen Aluminiumring verwendet? Ja, ab dem Moment habe ich mir gedacht, nee, das machen wir absichtlich nicht, weil es sollte in irgendeiner Weise noch möglich sein,
diese Sequenzen, die wir hier zeigen, immer wieder umzusetzen und selbst zu machen. Und ich denke, mit so einem Kunststoffring, der für die Fahrzeuge vorgesehen ist, und eine Dämmung außenrum zu machen, ist absolut alltagstauglich, das kann jeder nachmachen. Und bei so Aluminiumringe, das sind einfach nur Ringe, das heißt, ihr habt noch keine richtige Aufnahme. Da würde ich sagen, da scheitert es meistens dann wahrscheinlich schon am Werkzeug, Metall abzunehmen und so weiter. Deswegen haben wir uns ganz klar entschieden, wir nehmen die Kunststoffringe, machen die mit Dämmung entsprechend voll, damit das alles richtig funktioniert, damit ihr das möglichst nachmachen könnt. Vielleicht auch nicht in dem Auto, aber das gilt auch für alle anderen Autos. Perfekt. So. Können wir eigentlich gleich reinmachen, aber bevor wir das jetzt alles mit der Montage anfangen, machen wir hier erstmal wieder eine Türdämmung rein. Das Übliche brauchen wir auch nicht nochmal großartig zeigen, sondern erst, wenn es fertig ist. Und dann bauen wir das ganze Ding hier weiter zusammen. So, dann mal wieder unser Bitumenband. So, jetzt müssen wir, da kommt die Schraube rein, da kommt eine Schraube rein. Die passen nämlich schon, die Löcher. Das ist nämlich super. Nichts mehr bohren wie vorne, sondern hier einmal, zweimal, dritte Schraube ist hier unten, dreimal, einwandfrei. Die Türen sind mir auch super gemacht mit den Einschlagmuttern. Man muss jetzt auch in dem Fall überhaupt kein Blech bohren oder irgendwie sowas. Das ist alles mit den gleichen Schrauben und so weiter, können wir das machen wie original. So, und was machen wir jetzt noch? Außenrum dämmen und innen auch. Los geht's. So, ein Längsloch rein. Ein Tieftönerkabel. So, wir können die Frequenzweiche an der Stelle positionieren. Und dazu sei gesagt, wir nehmen diese Blende oben drauf ab. Wir müssen das hier vorsichtig so hinmontieren, und zwar mit einem Kabelbinder jetzt außenrum. Aber jetzt haben wir sozusagen einmal hier Tieftonanschluss, Tiefton. Da können wir gleich mal die entsprechenden Gabeln drauf machen. Oh Gott! Der Typ hat jetzt blaue Quetscher mit dem roten Punkt auf der Zange gequetscht. Ja, es gibt ja immer Leute, die regen sich genau an sowas auf, an meinen Videos, ist mir aber auch egal. Ja, sowas passiert, dafür gibt es eigentlich auch den blauen Punkt auf der Zange, aber who cares, das Ding hält genauso und das ist einfach passiert. Entschuldigung gleich mal an dieser Stelle, aber sowas passiert immer wieder mal. So. Jetzt können wir den Tieftöner, der hat nämlich hier, der Z165 hat Schraubterminals, die machen wir auf, können wir es gleich richtig verschrauben. So, plus ist der hier. Gut, dann können wir ihn ja schon montieren. So, Kabel schön nach hinten eine Falz machen lassen. So, und jetzt sind wir hier und ran damit. Sind wir richtig? Jetzt. Gut, dann verschrauben. Einmal. So, damit wäre der auch schon drin. Und jetzt können wir die Frequenzweiche, die werden wir jetzt entsprechend ein bisschen bearbeiten. Damit die nicht zum Klappern anfängt im Auto, geben wir der einen Untergrund, und zwar einen Schaumgummi-Untergrund, wieder unser Biplast. Das kannst du natürlich auch vielseitig anwenden. Das ist echt klasse. Das packen wir da drauf und packen unsere Weiche einfach mal die Bodenfläche damit ein. So, und jetzt nehmen wir zwei große Kabelbinder
und machen das Ganze fest. Und einen kleinen brauchen wir auch noch. So, dann tun wir das mal vorsichtig hier mit dem Kabel, das hier schon drin liegt, verbinden. So, das können wir hier sauber durchlegen. Und jetzt nehmen wir zwei Kabelbinder und machen das mal ringsrum fest, dass das zumindest die Position behält. Und da dran auch nichts mehr vibrieren oder wackeln kann. Ja, wackeln vielleicht schon noch ein bisschen, aber vibrieren tut hier sicherlich nichts mehr. So. Und das alte Hochtönerkabel hier oben, das können wir uns jetzt auch gleich sparen. Das können wir gleich damit reinmachen. Mit dran. Weil unser Hochtöner ja jetzt ein neues Kabel bekommt. Und somit sind wir auch schon beim Thema Hochtöner. Da wir uns ja entschieden haben, das Lautsprechersystem von hinten aus einem Dreiwegesystem aktiv ein Zweiwegesystem passiv zu machen, brauchen wir jetzt auch bloß pro Seite ein Kabelpaar, weil das ist die Hauptzuleitung für Mitteltöner und Tieftöner, also für Mitteltieftöner und Hochtöner. Und da ist ja dann die Frequenzweiche drin. Also wir nehmen an der Stelle jetzt nur noch ein Lautsprecherkabel, in dem Fall natürlich das von dem ursprünglichen Tieftöner, weil das ist auch am dicksten, warum sollte man dann das dünnere nehmen, vom Hochtöner. Wir nehmen das dicke vom Tieftöner, einmal rechts und einmal links und haben jetzt sozusagen hier zwei neue Zuleitungen für unser Lautsprechersystem hinten. Mitteltöner Plus, also das ist der da dran. Und Minus ist der da. M wie Mitteltöner. So, Plus machen wir hier. Und Minus. Ja, und bevor wir jetzt die Hochtöne machen, können wir ja gleich, wenn wir schon dabei sind, hier, das ist ja unser Input von vorher. Das ist unser Eingangssignal jetzt für die Frequenzweiche, wo wir jetzt hinten unsere Endstufe dran anschließen und nur noch mit einem Kanal hier reinfahren, Plus und Minus. Deswegen fällt auch der Hochtöner jetzt hier weg, weil wir den nicht mehr verwenden. Gut. Gut. Das war's. Doch das, dass wir die Bose Soundanlage bereits im Fahrzeug mitbestellt haben, war jetzt wirklich ein großer Vorteil. Wir müssen im ganzen Auto keine Lautsprecherkabel mehr ziehen zu den Lautsprechern, weil ja alle Lautsprecherkabel einzeln schon verlegt sind zu jedem einzelnen Lautsprecher bis zur Bose-Endstufe und können somit auch die Original-Lautsprecherkabel verwenden. Jeder, der sich jetzt fragt, naja, das sind aber doch so dünne Kabel, was ihr da verwendet habt. Jetzt haben wir eine Endstufe, die mehr Leistung hat. Ja, Hammer. Aber wir liegen mit den originalen Kupferkabel von Audi wirklich sehr gut von der Qualität. Wir haben jetzt auch nicht brutal viel mehr Leistung drin, sondern wir können jetzt mit gutem Gewissen sagen, ja, die Lautsprecherkabel kann man durchaus verwenden. Und da schlägt natürlich ganz klar die Vereinfachung der Installation die 99 zu 100% Qualität. Also den Arbeitsaufwand haben wir uns hier echt sparen können. Das war voll cool und easy. Hier um den Tieftöner nochmal ein schönes Dichtband außenrum machen. Nur zwei übereinander machen. Dämmen natürlich wieder genauso wie bei den vorderen Türen. Und aber wir kommen direkt weiter, wenn wir dann zum Hochtöner installieren kommen. Aber jetzt mache ich die Dämmung schnell fertig. So, wir brauchen jetzt einen Hochtöner in der hinteren Türe. Der originale ist hier vorne dran. Und den können wir jetzt wegmachen. Das ist nur einmal drehen. So, wo entriegelt der sich? Auf der anderen Seite ging der voll. Ah, jetzt ja, so rum. Okay. Und wir wollen den jetzt da reinmachen. Ja,
Ich will den aber besser wie so machen. Wir bauen das ganze Ding mal auseinander. So, und wir machen auch das Gitter hier weg, weil wir, also das ist hier richtig reingeklebt. Das müssen wir wegdonnern. So, klack, weg damit. Und wir machen auch das ganze Gehäuse weg, alles was wegzumachen ist. So, übrig bleibt der pure Hochtöner ohne Verkleidungsteile. Und den machen wir jetzt mit Heißkleber da hinten dran fest. Und zwar immer schön da, wo auch nichts weiter rauslaufen kann, als da, wo es hingehört. Und sich mit dem unteren verbinden kann. So, das lassen wir mal ein bisschen laufen. Auf der Seite genauso. Wir haben ein ziemlich langes Kabel am Hochtöner mit dran, das jetzt gar nicht so lang sein muss, weil die Frequenzweiche ja auf der Höhe nachher installiert ist. Wir nehmen das mal da unten rein. Sagen wir, okay, so viel lassen wir uns jetzt Spiel auch um, wenn man die Türe montiert, müssen wir das Kabel an der Frequenzweiche festmachen. Den Rest von dem Kabel machen wir einfach an dem alten Kabel hier mit fest. So, und das unten tun wir mit Bitumen ein bisschen festmachen. Falls das hier noch irgendwie klappern sollte, klappert danach garantiert nichts mehr. So, dann hängen wir den noch mal kurz aus. Das Kabel tun wir hier hin. Und so drauf machen. Hier ist eh alles sehr, sehr fest. So, machen wir das wieder fest. Voila. Hochtöner dran und der schaut jetzt so aus. Na, das schaut ja fast besser aus wie original. Wir haben ja die Frequenzweiche jetzt direkt auf die Türverkleidung sozusagen drauf gebunden. Damit die nachher genügend Gegendruck bekommt, wenn wir jetzt die Türverkleidung drauf machen, machen wir halt auch noch mal ein bisschen Biplast ran. Das drückt sich ja nachher ordentlich zusammen und lässt dann sozusagen auch keinen Spielraum mehr für die Frequenzweiche, damit die noch irgendwo hin sich bewegen kann oder klappern kann. Das drückt jetzt praktisch die Frequenzweiche an die Türverkleidung dran. So, dann fangen wir mit dem Hochtöner an. Den machen wir jetzt auch dran. So, der hat natürlich hier seinen Punkt. Das ist HT Plus und HT Hochtöner Minus. So, und jetzt stecken wir das Ganze wieder zusammen. So, Verriegelung dran. Jetzt haben wir alles, bis auf den hier. Den machen wir ran und klamm. Damit haben wir das ganze Baby dran. Und jetzt oben einhängen. Dann alle Schrauben rein. Dann Verkleidungsteil wieder drauf. Hier einführen. Und klick, klack, kluck. Hintere Türverkleidung haben wir jetzt auch gemacht. Also hintere Türe mit neuen Lautsprechern versehen. Arbeitszeit circa eine Stunde. Das war das Ende von Part 4, Lautsprecher in die Türen reinbauen. Ich hoffe, es war richtig cool für euch. Verpasst nicht den nächsten Part, also Part 5, wie bauen wir Hochtöner in den Audi A6 4G Biturbo Quattro Brutalo ein. Das ist auch eine richtig coole Geschichte. Ich freue mich mal auf euer Wiedersehen im nächsten Part. Bis dann, tschüss, euer Olli.